Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke. Ja, Matthias, dich meine ich auch. Herzlichen Dank für Ihren Antrag, Sexismus, die rote Karte zeigen, für einen bundesweiten Aktionsplan. Der Antrag betrifft ein Thema, und ich denke, da sind wir uns fraktionsübergreifend einig, das uns alle umtreibt. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frauen in unserem Land liegt den Familienpolitikerinnen und Familienpolitikern der Union sehr am Herzen. Und ich freue mich, dass ich nach einer Vielzahl qualifizierter Frauen auch als Mann ein paar Sätze zu diesem Thema sagen darf. Frau Kollegin Möhring, Sie haben ja sicher recht, dass die Ankündigung, dass ein Europameisterschaftsspiel von einer Journalistin übertragen werden soll, im Netz eben schon hier noch auf Kritik gestoßen ist. Das ist sicher noch einiges nachzuarbeiten, das ist sicher noch einiges an Bewusstsein zu schaffen. Aber, Frau Kollegin Möhring, achten Sie auch darauf, seit Jahr und Tag wird die Sportschau am Samstagabend von Frau Katrin Müller-Hohenstein mit viel Erfolg und mit absolut souveräner Art und Weise moderiert. Also es gibt auch das Gegenbeispiel, wo es schon zum Teil ganz toll klappt, wo die Frau Müller-Hohenstein von Männlein und Weiblein gut angesehen und anerkannt ist und auch kompetent die Sportschau macht. Also auch das gibt es. Und deshalb sollten wir aufpassen, dass man nicht zu Eichen Schwarz-Weiß-Malen verfällt, sondern auch die Zwischentöne sieht und natürlich auch fairerweise sagt, was schon erreicht ist. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist im Grundgesetz in Artikel 3.2 verankert. Und obwohl wir mit Dr. Angela Merkel, eine Frau als Bundeskanzlerin, mit Frau Gerda Hasselfeld, eine Landesgruppenchefin bei uns in Bayern haben, im Bundestag haben, obwohl immer mehr Väter in Elternzeit gehen und obwohl zahlreiche erfolgreiche Frauen in Führungspositionen zu finden sind, ist die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in Deutschland noch nicht in allen Bereichen derart verwirklicht, wie wir es uns vielleicht wünschen. Gewalt gegen Frauen beschränkt sich trotz harter Strafen, und da haben die Vorredner auch darauf hingewiesen, und Aufklärung in Europa leider nicht auf Einzelfälle. Ebenso verhält es sich leider mit sexueller Gewalt. Laut einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur aus dem Jahr 2014 gab eine von drei Frauen an, dass sie seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren hatte. Und jede zweite Frau gab an, mit einer oder mehreren Formen der sexuellen Belästigung konfrontiert worden zu sein. Die jüngsten Ereignisse in der Silvesternacht von Köln, auch hier wurde bereits von Kollegin Pantel darauf hingewiesen, haben nun die Sexismusdebatte in Deutschland erneut entfacht. Die Übergriffe haben besonders deutlich gezeigt, dass Frauen auch in Deutschland im öffentlichen Raum vor körperlicher und sexualisierter Gewalt nicht sicher sind. Meine Damen und Herren, es gibt hier noch einiges zu tun. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns entgegen der Auffassung in Ihrem Antrag sehr wohl bewusst sind und in den vergangenen Jahren und Monaten durch die unionsgeführte Bundesregierung bereits einige Maßnahmen und Regelungen auf den Weg gebracht haben, um hier Abhilfe zu schaffen. Und wenn ich, Herr Kollege Birkwald, weil Sie immer monieren, wir arbeiten zu wenig mit Ihrem Antrag, wenn ich Ihren Antrag direkt hernehme und mir die Seite 3 anschaue, oben Ziffer C, Maßnahmen gegen Sexismus, verbindliche Frauenquoten für Entscheidungsgremien, Haken dran, Große Koalition erledigt. Klein D, Maßnahmen zur Stärkung und Ausweitung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Große Koalition in guten Händen, Haken dran, erledigt. Maßnahmen im Bereich Gewalt gegen Frauen, wie die Umsetzung des Grundsatzes Nein heißt Nein, von den Vorrednerinnen angesprochen worden, Große Koalition, Haken dran, erledigt. Also, wir sind schneller als Sie. Und der Antrag, lieber Kollege Birkwald, datiert vom 8. Juni 2016. Das heißt, Sie hätten das alles schon wissen können, was wir bereits umgesetzt haben. Meine Damen und Herren, wir setzen uns mit aller Kraft für die Gleichstellung von Männern und Frauen ein, um bestehende Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern zu beseitigen. Der vorliegende Antrag ist zwar gut gemeint, aber wie bereits ausgeführt, in vielen Bereichen längst nicht mehr up-to-date. Im Antrag wird beispielsweise gefordert, den Grundsatz Nein heißt Nein im Rahmen der Reform des Sexualstrafrechts umzusetzen. Hier, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Linken, haben wir die entsprechende Reform bereits angestoßen, wurde von Frau Kollegin Schlegel und von Frau Kollegin Pantel bereits bestätigt. Ebenfalls im Übrigen von Frau Schaufs bedanke mich, dass Sie eben unsere diesbezügliche Reform auch als Grüne ausdrücklich loben. Können wir ja mal konstruktiv daran zusammenarbeiten. Wir werden alle bestehenden Strafrechtslücken schließen und damit jegliche nicht einvernehmliche sexuelle Handlung unter Strafe stellen. Es wird damit also beispielsweise bald schon ausreichen, wenn eine Frau sehr konkludent zum Ausdruck, nicht nur konkludent zum Ausdruck bringt, dass sie nicht will, beispielsweise durch Weinen. Darüber hinaus wollen wir auch das einfache Grapschen unter Strafe stellen. Denn Frauen sind kein Selbstbedienungsladen und Grapschen ist kein Kavaliersdelikt.
Mit diesem Vorstoß stärken wir das sexuelle Selbstbestimmungsrecht auch im Strafrecht, und zwar ohne Einschränkung. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich auch über das Strafrecht hinaus Maßnahmen ergriffen haben und ergreifen werden. So haben wir beispielsweise bereits im März 2013, also vor über 3 Jahren, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen eingerichtet. Unter der bundesweiten kostenfreien Rufnummer 08000116016 gibt es ein anonymes Erstberatungsangebot. Hier wird Hilfe geboten für Betroffene von sexualisierter Gewalt, für Angehörige und sonstige Personen, unkompliziert in 15 Sprachen und 24 Stunden am Tag. Wiederhole die Nummer nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer am Fernsehen. 08000116016 zum Mitschreiben. Gut. Soweit Sie in Ihrem Antrag Maßnahmen. Bitte? Ja, nein, ich meine die Damen und Herren an den Fernsehgeräten, Frau Kollegin. Soweit Sie in Ihrem Antrag Maßnahmen gegen Sexismus in der Arbeitswelt fordern, möchte ich Sie daran erinnern, dass wir auch hier bereits tätig geworden sind. Im vergangenen Jahr haben wir das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll dazu beitragen, eine Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt zu bekämpfen und zu einer Steigerung des Anteils von weiblichen Führungskräften in Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft und in der Bundesverwaltung zu führen. Frauen werden künftig öfter Schlüsselstellen besetzen und dort vertreten sein, wo entschieden wird. So können sich auch Frauen für Frauen einsetzen und auf diese Weise einen Wandel in Unternehmenskulturen herbeiführen. Entscheidend ist aber, dass wir die verschiedenen Bereiche der Arbeitswelt nicht überreglementieren und möglicherweise das Gegenteil bewirken, sondern wir müssen als Politiker die Rahmenbedingungen bereitstellen, die zu einem Umdenken in den Köpfen unserer Gesellschaft sorgen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf erwähnen, das wir im letzten Jahr verabschiedet haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Linken, die in Ihrem Antrag geforderten Maßnahmen für mehr Entgeltgleichheit haben wir bereits im gemeinsamen Koalitionsvertrag mit der SPD verankert. Wir wollen die bestehende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen beseitigen. Denn auch wir wollen, und da möchte ich den geschätzten Kollegen Markus Weinberg zitieren, dass unsere Töchter später genauso viel verdienen wie unsere Söhne. Wir werden für mehr Transparenz sorgen und damit Licht ins Dunkel der Gehaltslisten bringen. Gleichzeitig werden wir hierbei dafür Sorge tragen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Land nicht mit zu hohen bürokratischen Anforderungen belastet werden. Meine Damen und Herren, wir werden den Antrag der Linken sicher nicht positiv begleiten können. Wir werden ihn im Endeffekt wahrscheinlich ablehnen. Aber wir sind dankbar, dass Sie das Thema abermals aufgegriffen haben. Und Sie haben es in meiner Rede gehört. Wir sind ja da soweit eben, ich finde, hier von den Zielen gar nicht auseinander. Nur der Weg dahin unterscheidet uns. Herzlichen Dank, einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Birgit Kömpel.